Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es einmal um diese OLED i1R2 EOS Mini gehen. Und zwar handelt es sich dabei um eine sehr kleine Taschenlampe der Marke OLED. Und ich hatte die halt in einem kleinen Video gesehen und wusste direkt, die muss ich haben. Und jetzt schaut euch das an. Das Ding ist wirklich winzig. Ich krieg's fast gar nicht hier raus. Hier haben wir noch so eine kleine Bedienungsanleitung dabei. Die ist jetzt wahrscheinlich weniger spektakulär. Und das ist das gute Stück. Also schaut euch das an. Ungefähr so lang wie zwei Abteilungen meines Fingers, beziehungsweise ich kann euch mal die genauen Maße sagen. Lächerliche 4 cm. Das ist wirklich nichts. Und ich meine, das alleine ist jetzt natürlich nicht so beeindruckend. Eine Taschenlampe, die klein ist, gibt es halt viele. Aber hier geht es halt auch um die Leuchtkraft. Denn diese kleine Taschenlampe hat zwei Leuchtstufen. Ich weiß nicht, das sieht man jetzt hier sehr schwach. Das sind nur ein paar wenige Lumen. Aber wenn man die dann voll aufdreht, es gibt auch nur zwei Leistungsstufen. Also eben dieses schwache oder eben 150 Lumen. Und das aus so einer Mini-Taschenlampe. Das Coole hier dran ist, man kann das komplett aufdrehen und dann sieht man hier auf der Seite diese Ladebuchse. Leider kein USB-C. Ich weiß, es gibt eine i1R2 Pro oder irgendwie so nennt sie sich. Die hat bereits einen USB-C-Anschluss. Allerdings ist die auch etwas größer, jetzt minimal größer, hat dafür auch etwas mehr Leuchtkraft. Aber ich fand halt eben das Kleine hier dran so fantastisch, denn eben bei dieser Größe diese Leuchtkraft rauszuholen, ist schon wirklich geil. Und dazu kommt, die Lampe ist, ja, ich will jetzt nicht sagen wasserdicht, auf jeden Fall extrem spritzwassergeschützt nach IPX8. Das heißt zwar, man kann sie untertauchen, beispielsweise in ein Glas Wasser hinein herausholen, und dann sollte die technisch einfach noch funktionieren. Das Ganze können wir eigentlich auch direkt mal testen. Jetzt hoffe ich, dass das Ganze natürlich auch funktioniert, weil sonst wird das ein recht kurzes und auch peinliches Video. Aber wir schauen mal. Generell leuchtet die Lampe noch. Ich lasse sie mal in eingeschalteten Zustand ins Wasser plumpsen und schaut euch das an. Das macht ihr gar nichts. Es ist also wirklich Wasser hier drin. Ich weiß nicht, das sieht man ziemlich bescheuert, aber ich denke, es ist zu erkennen, dass hier wirklich Wasser drin ist. Und ja, absolut kein Problem. Also das finde ich wirklich, wirklich ziemlich cool. Ich mache die ganze Lampe jetzt mal trocken. Ja, von OLED. Ich weiß, es gibt viele YouTuber, die sich darüber beschweren, dass man hier Tests erkauft. Das heißt, die Produkte werden halt den YouTubern zugeschickt und die sollen dann dazu ein positives Review machen. Bei mir ist es so, ich habe mir die Lampe tatsächlich einfach selber gekauft und ich bin wirklich begeistert und habe dafür ungefähr 20 Euro gezahlt, glaube ich. 19,95 war, glaube ich, der Preis, und ist zwar schon viel für so eine kleine Taschenlampe, sage ich mal, aber auf der anderen Seite, ja, was will man denn mehr? Die passt wunderbar an Schlüsselbund, beispielsweise im Vergleich zu meinem Victorinox. Das ist ein 91er Victorinox. Da sieht man ja, es ist weniger als die Hälfte. Und dafür dann diese Leuchtkraft. Was ich jetzt leider nicht weiß, ist, wie lange die Akkulaufzeit hierbei ist. Moment, ich kann mal schauen, ob ich da irgendwas zu finde. Also 75 Minuten dauert es, die komplett entleerte Taschenlampe wieder aufzuladen. 5 Lumen sind es bei Stufe 1, 150 Lumen bei Stufe 2. Und zur Akkulaufzeit finde ich jetzt hier 6 Stunden. Wobei, da steht maximale Laufzeit 6 Stunden. Es kann natürlich sein, dass mit diesen 6 Stunden Laufzeit die Stufe 1 gemeint ist. Das machen Hersteller ja wirklich gerne, dass sie immer die Akkulaufzeit in der kleinsten Stufe angeben. Naja, und 6 Stunden mit der Leuchtkraft. Ich weiß, es reicht, um nachts zum Beispiel das Schlüsselloch zu finden oder wenn man bereits im Bett liegt und man muss nochmal schnell auf Toilette, um sich da
den Flur ein bisschen auszuleuchten. Dafür reicht auch diese Stufe 1 völlig problemlos. Draußen im Wald würde ich eher auf die große Variante setzen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt einfach nur geschätzt, dass da die maximale Laufzeit vielleicht so bei 15 Minuten liegt, vielleicht 20 Minuten. Ich glaube, viel mehr wird sie nicht haben. Aber es ist halt eigentlich auch eher nur eine Tasche für den, ja, ich sag mal, für den schnellen Notfall, wo man beispielsweise morgens am Auto steht und man findet das Schlüsselloch nicht, etc. Oder um sich eben den Weg zum Auto hin ein bisschen auszuleuchten. Dafür reicht die allemal. Sie ist halt recht schnell wieder aufgeladen, hat einen Durchmesser von, das hatten wir glaube ich noch nicht, von ungefähr 14 mm. Bei einer Länge von 4 cm oder 40 mm. Finde ich schon wirklich gut. Kann auch runterfallen bis zu 1,50 Meter. Ich meine, das kann ich jetzt hier zwar demonstrieren, aber das ist eine Korkunterlage, darunter ist Holz. Das heißt also auch, wenn ich die aus 30 cm oder aus einem Meter fallen lasse, wird hier nichts passieren, weil dafür ist das zu gut gefedert. Ja, nichtsdestotrotz, ich finde die Lampe wirklich, wirklich bärig. Hat es mir echt angetan. Ist erst, übrigens meine erste OLED, die ich habe. Ich habe Phoenix, ich habe LED-Lenser, also LED-Lenser und auch andere Hersteller schon ausgiebig getestet. Auch Black Diamond war schon dabei. Aber das ist tatsächlich meine erste OLED, die ich mir gekauft habe, aufgrund dieser winzigen Größe. Und ich muss sagen, ich bin echt davon begeistert. Gefällt mir sehr. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da manche YouTuber für Gelder bekommen, wenn sie Werbung dafür machen. Bei mir ist das hier tatsächlich kostenfrei, eben weil ich kein Geld dafür bekomme. Ich mache es aus freien Stücken, wie bei allen Produkten, die ich vorstelle. Ich bin noch nie für irgendeine Werbung gekauft worden und stelle wirklich nur das vor, was mir persönlich auch tatsächlich zusagt. Ja, und wie gesagt, bei dem Lämpchen hier ist das tatsächlich der Fall. Gefällt mir unglaublich gut. Alleine diese Bonis mit wasserdicht oder dass sie auch mal herunterfallen kann, ohne direkt in tausend Teile zu zerspringen, finde ich schon mega geil. Natürlich auch die Möglichkeit, den Akku immer wieder aufladen zu können. Das heißt, man hat kein Problem mit Knopfzellen. Normalerweise würden ja bei so kleinen Lampen eher auf Knopfzellen gesetzt werden, was ich eine Katastrophe finde, weil dafür Nachschub zu finden ist immer die Hölle. Und wenn man mal irgendwo günstige Knopfzellen findet, dann halten die gefühlt eine halbe Stunde und sind dann schon wieder leer. Hier haben wir einen Akku drin. Perfekt. So viel zum heutigen Video. Lasst mich gerne in den Kommentaren mal wissen, welche OLEDs eure Favoriten sind. Ich würde mich da gerne noch etwas intensiver mit diesem Thema OLED-Taschenlampen beschäftigen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.